Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute den neuen Revell Eurofighter Typhoon in der Lackierung Bavarian Tiger 2021 vorstellen. Ja, Bavarian Tigers, was sind das? Das ist eine kameradschaftliche Gruppierung, die sich am 18. März 2013 gefunden hat und damit beschäftigt, ja, Designs für den Eurofighter zur NATO-Übung Tiger Meet zu designen. Es gab auch schon ein paar bekannte Muster, und zwar den Bronze Tiger, der wurde Eurofighter in Bronze mit den Tigerstreifen gehalten ist, gibt es auch von Revell als Modell in 1:144 und 1:48. Und dann diesen grün-schwarzen Ghost Tiger, auch in 1:72. Ja, Bavarian Tiger. Dieses Mal keine Tiger Meet Übung, sondern anlässlich des taktischen Luftwaffengeschwaders 72, das 60-jährige Jubiläum, hat man eine Sonderlackierung geschaffen in den Landesfarben Bayerns und natürlich mit dem obligatorischen Tigermuster. Und das gefällt mir persönlich ganz gut. Das Blau-Weiß harmoniert auch mit der Lackierung des Eurofighters. Und diese ganze Folierung, die sieht schon nicht schlecht aus. Ja, was haben wir hier noch für Infos auf der Box? Der Bausatz selber umfasst 85 Teile, ist im Maßstab 1:48, hat eine Länge von 22,2 cm, eine Breite von 15,5 cm und basiert auf dem Rebox, von dem U-Tool von 2014. Nagelt mich nicht fest, also die Ursprungsform ist von 2006 und dann wurde nochmal ein New Tool, also die Form wurde nochmal überarbeitet 2014 oder 2013, also ist jetzt nicht so alt. Und von Hörensagen habe ich auch erfahren, dass dieses Modell sich wunderbar bauen lässt. Ja, der Bausatz selber hört auf die Nummer 03818 und kostet so roundabout 20 Euro, es sei denn, man kauft dieses Modell in der Starterbox, wo noch Farben mit dabei sind, aber naja. Ich denke mal, das ist zu aufwendig, um den so zu bauen, wie jetzt hier auf dem Bild, wenn man nur die Mittel in der Starterbox hat. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen mal reingucken. Ich habe schon mal geöffnet und was uns hier erwartet. Ein Beutel. Ein großer Dieselbogen natürlich. Und eine Anleitung. Und all das gucken wir uns jetzt natürlich im Detail an. Ja, das Modell selber umfasst 4 Spritzlinge in Grau und 2x Klarteile. Und ja, im Großen und Ganzen sehen die Teile wirklich super filigran gegossen aus. Auch hier die Fahrwerke sehen sehr schön aus. Wir haben hier natürlich hier noch so Nupsis von den Angüssen. Ist aber nicht so dramatisch, die lassen sich relativ leicht entfernen. Oberflächenstruktur und Fahrwerkstruktur haben wir auch sehr schön. Also das erkennt man hier und auch hier das Fahrwerk erkennt man super. Und leichte Pendellines in den Tragflächen, so wie das sein muss. Wir haben kein Flash, keine Auswerfermarken. Wir haben sie hier auf der Innenseite und hier ist die Prägung drin, von wann der Spritzling ist, also 2016, ist jetzt mal gerade 6 Jahre alt, dieses New Tool, was mir sehr schön gefällt, die Nase wieder als ein Stück gegossen, dass wir da keine Trennnaht haben und ja, der Schleudersitz auch selber von den Außenstrukturen schön zu erkennen, das gefällt. So, dann haben wir hier die eigentliche Flugzeugzelle, auch die schön strukturiert. Wir haben die einzelnen Wartungsklappen als Pendels. Wir haben hier so ein Lüftungsgitter, was deutlich zu erkennen ist. Reifen zweiteilig, ja gut, es ist wie es ist, kann man mit leben. 2 verschiedene Düsenstellungen, einmal offen, einmal geschlossen. Schleudersitz auch mit den Gurten schön zu erkennen. Die eigentliche Cockpitzelle, wir sehen die Anzeigen, Knöpfe und allem hier an der Klappe vom Bugfahrwerk.
haben wir dann auch einen Hydraulikarm mit dran gearbeitet. Jo. Gibt es nichts zu meckern. Also das sieht echt gut aus. Und auch hier wieder keinerlei Flash dran. Kleine Angüsse, so wie sie sein müssen. Auswerfer haben wir in der Innenseite, da wo sie hingehören. Und auch bei diesen bei dem Leitwerk, was hier doppelt geprägt ist, sage ich mal, haben wir keinen Auswerfer irgendwo. Da, wo er nicht hingehört. Also das gefällt schon mal sehr gut. So, hier ist ein etwas kleinerer Gießast. Das ist hier vom Flugzeugrücken, sage ich mal, und Teile vom Cockpit oder von den ganzen, von der Elektronik, von all dem, was da so mit drin ist, mit den Abdeckungen. Drei Teile, auch hier wieder Auswerfer innen. Und ja, hier ist die Luftbremse, da haben wir hier innen drin noch Struktur und natürlich keine Auswerfer, das gefällt ganz gut. Und der letzte kleinere Gussast oder Gießast ist mit den Außentanks, mit den Bewaffnungen. Wir haben hier, also was ich erkennen kann, wir haben Sidewinder-Raketen, wir haben Iris-T, wir haben AMRAMs, 4 Stück. Und das scheint das britische Pendant zu sein, genauso wie hier oben. Müsste ich jetzt nachlesen, weiß ich jetzt nicht. Und auch die Aufhängung der Außenlasten sehen wir sehr, sehr schön detailliert mit diesen Sprengschlössern, die man hier angearbeitet hat. Gefällt ganz gut. Auch hier doppelt geprägte, doppelseitig geprägte Teile haben keine Auswerfermarken. Und das ist soweit schön. Auch die Leitwerke der Raketen haben kleine Angüsse. Da kann man mit leben. So, zu guter Letzt haben wir die Kanzel. Und die hat eine Naht. Also sprich, die muss man wegpolieren. Aber ansonsten super klar, super transparent. Und ja, den Windshield vorne. Und hier sind die Instrument, das Instrumentenboard für den Piloten als Klarteil. Ja, erschließt sich mir den Sinn nicht, weil wird ja eh lackiert oder kommen Deckel drüber. Gut, jetzt schauen wir uns mal die besagten Deckels auch an. Ja, wir haben hier relativ große Deckels, logischerweise von diesem Tigermuster, welche man halt wie so eine Strukturtapete zusammenschieben muss, und da muss man halt tierisch aufpassen, dass man auch die Stöße richtig hat, dass die Musterübergänge, dass die gut rüberkommen. Aber mit genug Weichmacher und Flüssigkeit kriegt man das hin. Vor allem, wenn man auch das Modell dann dementsprechend vorher schön mit Klarlack grundiert hat, dann rutschen die Deckels besser auf dem Modell rum und so. Aber ansonsten sehen sie super aus. 2022 gedruckt in Italien, also sprich ist wahrscheinlich wieder Kartograf-Deckels. Wenn ich sie so ein bisschen gegen das Licht halte, wir sehen, dass sie sehr, sehr flach sind. Sonst hat man das ja übertrieben gesagt, dass man hier so eine Kante hat. Aber dem ist hier nicht so. Also die sind wirklich super dünn. Recht umfangreich für den kleinen Maßstab. Auch die ganzen Markierungen, die wir hier noch haben. Wie jetzt hier, oder das gefällt mir übrigens sehr gut. Die Formationslichter, die haben, ja, ich sag mal so ein grün-gelb, weil das so fluoreszierendes Zeus ist. Das kommt ganz gut rüber. Und ja, die ganzen Beschriftungen für die ja, Warnhinweise und alles. Nicht so schön finde ich jetzt hier die Detaillierung vom Cockpit. Also wir haben hier Panels links und rechts für die eigentliche Cockpitschale, und wir haben dann das Frontpanel. Da sind die Displays, die sind schwarz gehalten. Naja, ist ein bisschen langweilig, aber wir haben Maßstab 1:72. Also so wirklich viel sehen davon wird man nicht. Es sei dann mal so dahingestellt. Also da hätte man sagen können, ah ja, da geht es ein bisschen schöner, ein bisschen besser. Aber in Summe ist das schon echt sehr gut. Ja, jetzt kommen wir auch schon zur Anleitung. Hier haben wir das gebaute Prototypmodell von dem Modell Eurofighter Typhoon Bavarian Tiger. Obligatorisch unsere Erklärung der Symbole, Warnhinweise etc. Und dann haben wir auch schon die Farben. So, und hier Farbe A haben wir hellgrau und hellblau matt, die man mischen muss.
Das ist die Eurofighter Grundfarbe. Ich persönlich finde sie sehr, sehr schwer zu treffen. Die richtige Farbe dafür wäre FS 35237. Gibt es von einigen Herstellern schon fertig angemischt. Und dieses Blau-Grau ist sonst echt schwierig zu treffen. Daher, ja, wenn man, gerade wenn man auf was nachlackieren muss und man hat das nicht auf Vorrat gemischt, bei der großen Fläche, ist es dann halt blöd, wenn man dann da Farbunterschiede hat. Da kann ich halt nur empfehlen, dass man sich dann dementsprechend die Alternativfarbe holt. Also Eurofighter-Farbe FS 35237 für die deutsche Luftwaffe. Die Briten und die Spanier, die nehmen schon wieder eine andere Grundfarbe, aber die Deutschen nehmen halt diesen Farbton. Ja, und wie ihr seht, jede Menge Farben und auch jede Menge Farben, die man mischen muss. Also wir haben noch hier einmal ein hellgrau, ein hellgrün. Nee, das ist man macht sich hier eine grüne Klarfarbe selber. Okay, naja. Und wir haben hier so eine Art Metallic und Anthrazit, das wird so ein Gunmetal für die Triebwerke sein. Dann Steingrau und Weiß und naja. Es sind eine ganze Menge. So, und ja, hier haben wir eine Übersicht der Gießäste. Ja, also was ich sagte, also 4 an der Zahl, 3-mal grau, 4-mal grau und 2-mal klar. Und hier sind auch die ganzen Dinger weggeixt, sage ich mal, die man nicht benötigt für den Bau. Und zwar sind das die Außenlastträger anscheinend. Ja gut, die Maschine ist halt nicht konzipiert für also diese Jubiläumsmaschine, dass man sie mit Waffen vollhängt. Naja. Gut. Dann geht es auch schon los mit dem Cockpit, also den Pilotensitz. Obligatorisch geht das ja immer so los mit dem Cockpit, weil denn sonst kann man die Rumpfhelfen nicht zusammenkleistern. Hier haben wir auch den Hinweis 20 Gramm. Nein, macht lieber einen kleinen Tick mehr rein, vielleicht 30 Gramm. Angelgewichte bieten sich da sehr, sehr gut an. Oder eine kleine Schraube, damit wir dann am Ende keinen Tailsitter haben. Ja, und dann, wenn man das zusammen hat, eben mit Tape fixieren und dann Klebstoff einlaufen lassen via Kapillarwirkung. Aber das sollte ja auch kein Geheimnis mehr sein. Wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut und auch die Flugzeugbauberichte, da werdet ihr ja sehen, wie ich dann sowas handhabe. Ja, hier bei den Tragflächen haben wir den Hinweis, dass wir schon bohren müssen für die dementsprechend für die Aufhängung der Außenlasten, die denn da doch rankommen, aber höchstwahrscheinlich die Tanks. Gut, ja, Lufteinlässe soweit, Triebwerke werden hier in Schwarz innen drin gehalten, die Verdichterschaufeln in Silber und dann geht schon weiter. Ja. Hier haben wir, was ich vorhin sagte, die Wahl zwischen offener und geschlossener Düse. Das ist dann so ein bisschen Geschmackssache, wer was wie darstellen möchte. Jo. So weit, so gut. Es ist vieles selbsterklärend. Auch Fahrwerk ist vermeintlich kompliziert, es ist aber letztendlich einfach. Dadurch, dass wir dann hier doch sehr viele Teile haben, wie hier die Scheinwerfer, die werden nochmal extra dargestellt, ergibt das Gesamtbild denn doch ein sehr, sehr komplexes Fahrwerk. Und das finde ich gar nicht mal so verkehrt. So, hier haben wir nochmal die Option, die Luftbetanksonde auszufahren oder einzufahren, die Luftbremse auszufahren oder einzufahren und genauso die Kanzel vom Cockpit können wir offen oder geschlossen darstellen. Ja, hier haben wir die Außentanks, die montiert werden, dann die Lenkflugkörper an der Centerline-Aufhängung, sage ich mal, also direkt unterm Rumpf, und dann haben wir die Möglichkeit hier an die äußeren Außenlaststationen entweder Sidewinder oder Iris-T aufzuhängen und hier wieder ein Centerline-Tank, der dann zwischen das Hauptfahrwerk kommt. Und ja, hier links und rechts zwei Außentanks unter den Tragflächen. Aber all das ist optional. Ne? Also ihr könnt den voll knallen ohne Ende. Ihr könnt euch aber auch Referenzbilder angucken, wie der Bavarian Tiger wirklich ausgesehen hat, wie er geflogen ist, und macht dann dementsprechend zum Jubiläum die Bewaffnung oder die
Ja, jetzt kommen wir zur Bemalung und Deklinierung. Wir haben einen Vorschlag vom Eurofighter 3101 Bavarian Tiger 2021. Ja, das ist ja, wie gesagt, Sonderlackierung. Und wir können auch wirklich nur diese Lackierung darstellen mit diesem Bausatz. Aber ja, und wie seht ihr, das ist halt dieses obligatorische Eurofighter Blau-Grau. Und ja, da kann ich euch nur nochmal nahelegen: FS 35237. Sucht diesen Farbton raus. Gibt es von zig verschiedenen Herstellern, über Gunze bis Vallejo, über Amo of MIG. Und dann habt ihr den fast richtigen Farbton. Ja. Unterseite haben wir auch nochmal jede Menge Decals. Hier müsst ihr natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr mit Außenlasten arbeitet, dass ihr die dann dementsprechend nach den Decals ransetzt. Ansonsten kommt ihr nicht mehr ran. Sprich, wenn hier der Außentank sitzt und hier sitzen zwei Außentanks und hier sitzen nochmal zwei Lenkflugkörper und ihr müsst hier überall noch Decals zwischenfummeln, schwierig. Also macht es erst und macht dann die Außenlasten ran zum Schluss. Und da geht sich dann auch super. Sekundenkleber eben Tropfen ranhalten und das hält. Da soll ja nicht mehr viel bewegt werden. Gut. Ja, mein Fazit zu diesem Modell, also für um die 20 Euro, also variiert zwischen 19,95 und 24 Euro, je nachdem, wo man es holt, haben wir ein solides Modell. Der Bausatz macht einen guten Eindruck. Von den oder vom Bau her selber wird er sicherlich nicht anspruchsvoll sein. Das Anspruchsvolle kommt dann nachher mit der Folierung, also mit den Decals. Da wird man ohne Decal Soft oder Softener oder wie auch immer, gibt es auch von Revell oder von diversen anderen Herstellern, keine Chance haben, hier da anständig die Decals drauf zu kriegen. Also sage ich mal, ist ja bedingt für Anfänger geeignet. Also zusammengebaut, ja, das ist keine Hexerei, aber den dann vernünftig bemalt zu bekommen und beklebt zu bekommen, das wird eine kleine Herausforderung werden, die vielleicht nicht jeder Anfänger gleich so hinkriegt. Es gibt andere Eurofighter, die dann in der normalen Truppenlackierung sind, die auf diesem Bausatz natürlich basieren, oder dieser Bausatz basiert auf denen. Das ist dann wahrscheinlich die erstere Wahl. Aber jemand, der sich da zutraut, diese Folierung zu machen, erhält sicherlich ein hervorragendes Modell mit einer doch außergewöhnlichen Lackierung, die ins Auge sticht. Die allgemeine Qualität der Bauteile sah sehr gut aus, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Die Angüsse super fein und Auswerfer da, wo sie hingehören, nämlich dort, wo man sie nicht sieht. Und Fischhäute so gut wie gar nicht. Wermutstropfen, wie immer, keine Figur dabei. Also ich mag es ja, wenn dann eine Pilotenfigur sitzend oder stehend oder sogar beides dabei ist, um den ganzen Modell, wenn man es denn präsentiert, ein bisschen mehr Dynamik zu verpassen. Finde ich immer schade, wenn sowas nicht der Fall ist. Da muss man dann dementsprechend ja, sich Abhilfe schaffen. Entweder holt man Pilotenfiguren auf dem Aftermarkt oder kennt jemanden, der etwas 3D drucken kann, damit man dementsprechend dann dort nicht ganz so ein nacktes Cockpit hat, weil das, mein Fall ist es nicht, ich mag es nicht. Der Herr ist es aber auch nur ein kleiner Wermutstropfen, weil es mein persönlicher Geschmack ist, dass da keine Figur dabei ist. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Preis um die 20 Euro. Bausatz selber macht einen sehr guten Eindruck. Also wer Bock auf 1-72er hat, wer Bock auf eine Sonderlackierung hat, den kann ich dieses Modell empfehlen. Wer mehr die Truppenversion mag, nicht, weil halt nur die Sonderlackierung baubar ist und man sich dann über den Aftermarkt dann dementsprechend Decals besorgen muss, um dieses Modell dann, also die Truppenversion zu bauen, was ja, wo sich der Sinn nicht erschließt. Man hat hier zwar ein geiles Modell, aber muss dann nochmal fast das gleiche Geld ausgeben, um da einen Dickelbogen zu haben. Ja. Cockpit, ja, muss man nachbessern, sage ich mal. Also ich würde mal gucken, dass ich für meinen Teil dort ein Eduard Z mit, also für die Anzeigen bekomme und für den Sitz ein bisschen schönere Gurte und alles. Oder auch von Quinta Studios gibt es ja auch sowas.
Da finde ich, ist der Bausatz selber ein bisschen detailarm. Also da geht mehr. Und aber ansonsten ist das alles soweit tutti. Also gibt es so nicht großartig was zu meckern. Würde ich dem Bausatz eine Schulnote geben, wäre es eine, aufgrund meiner subjektiven Einstellung, ich sag mal eine knappe 2. Gut, ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, was ihr zu diesem Bausatz haltet. Vielleicht habt ihr ihn schon gebaut. Ihr habt jetzt erste Eindrücke dazu. Ja, lasst was da. Lasst ein Like da, lasst ein Herz da, lasst einen Daumen hoch da, meinetwegen auch einen Daumen runter. Alles, was ihr da lasst, hilft dem Video im Algorithmus von YouTube nach oben zu steigen und hilft im Endeffekt dann mir und dann eventuell auch euch, weil bin ich weiter oben, dann habe ich auch mehr Möglichkeiten, mehr Content zu produzieren. Also in diesem Sinne, bis denn dann, tschüss.